zeige ich euch, welche Sachen ich immer unterwegs dabei habe, um möglichst plastikfrei durch meinen Alltag zu kommen. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute soll es darum gehen, was ich denn so dabei habe, um im Alltag möglichst ohne Plastik und Einwegartikel auszukommen. Da gibt es ganz verschiedene Sachen und ich habe nicht immer alles dabei, aber das sind so die Sachen, die mein Paket bilden. Ganz vorne mit dabei sind die schon oft erwähnten Gemüsenetze. Damit kaufe ich einfach ein, das wisst ihr schon, das habe ich euch schon erzählt. Genau, das sind einmal diese von Take4Netz, also die ich bei Dance gekauft habe. Dann habe ich meine eigenen Baumwollbeutel, habe ich euch ja heute hier auf dem Kanal auch ein DIY dazu gemacht. In den großen Beutel kann man zum Beispiel auch super sich Brot einpacken oder Brötchen. Ich habe das jetzt auch schon bei mehreren getestet. Also ich sage dann einfach bitte in meinen eigenen Beutel, das ist dann kein Problem, sowohl in der Bäckerei als auch zum Beispiel bei Rewe. Dann nehme ich mir halt einfach aus den Schubdingern, Dingsbumsen, die Brötchen und packe die direkt in meinen eigenen Beutel, dann spare ich mir diese Tüte. Funktioniert wirklich, es hat noch nie jemand was gesagt. Und natürlich auch den kleinen Beutel für irgendwelchen kleinen Krimskrams. Ich finde die verschiedenen Größen eigentlich ganz gut und man hat irgendwie für jedes was dabei. In den kann man auch Gemüse packen, mache ich auch, aber ich finde diese Gemüsenetze einfach besser, weil die leichter sind und an der Kasse halt besser zu sehen sind, was drin ist. Aber da ist es wirklich super, wenn ich da, habe ich eigentlich immer einen von dabei. Und sind sehr praktisch. Kann ich nur empfehlen, sich den einfach in jede Handtasche zu stopfen, die man so hat. Dann ganz klassisch der Baumwollbeutel. Das ist jetzt hier so ein Turnbeutel. Ich finde den total cool. Ich trage den sehr gerne. Der braucht nicht viel Platz. Der ist immer mit dabei und rettet mir eigentlich ganz oft die Plastiktüte, die ich dann eben nicht kaufen muss. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir so ein Netz gehäkelt. Und zwar ist es so ein kleiner Rucksack. Und davon habe ich auch noch so ein Gemüsenetz mir gehäkelt. Ich finde diesen Granny-Style total geil. Ich weiß nicht, vielleicht finden den alle hässlich. Aber ich finde den total geil und super schön und ich liebe diesen kleinen Rucksack. Und habe den eben auch oft dabei, um unterwegs eben nochmal schnell was einkaufen zu gehen. Neben diesen Sachen sind Glasbehälter eine große Sache. Ich nehme mir da ja mein Essen auch drin mit und was ich rausgefunden habe, was total gut geht, man kann sich da auch Kaffee einfüllen lassen. Also wenn man dann doch, jetzt vielleicht nicht in diesen Riesenpott, aber so grundsätzlich, wenn man einen Glasbehälter dabei hat, kann man sich da auch unterwegs Kaffee reinfüllen lassen, um den To-Go-Becher zu vermeiden, wenn man ihn eben vergessen hat. Ich habe ab und zu, wenn ich dann einkaufen gehe, auch so ein Glasding dabei, um mir eben Sachen da direkt rein abzufüllen. Das ist ein bisschen schwer, aber ich schleppe ehrlich gesagt immer so viel Scheißdreck mit mir rum, dass es jetzt auch nicht den Kohl nicht den Kohlfett macht. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt noch einen von diesen von den Glasbehältern mitnehme. Ich brauche sehr viel Glasbehälter, weil ich die auch für meinen Vorratsschrank nehme. Und ich mag eben auch diesen hier total gerne mit dem Bügelverschluss. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox diese Bügelgeschichte. Ich mag den, ich nehme die gerne mit. Die halten ewig und auch da war ein Brunnen drin oder so, kann man immer wieder verwenden und finde ich eine super Sache. Lohnt sich auf jeden Fall, davon mal immer was dabei zu haben. Dann noch zwei Sachen. Ich habe euch das ja schon in dem Video über die Flaschen gesagt. Ich nehme gerne die True Fruits Flasche für meine eigenen Smoothies und Shakes, um die da eben reinzupacken und unterwegs zu trinken. Und ich habe eigentlich immer eine Trinkflasche dabei. Kann man nehmen, was man will. Ich habe jetzt die Plastik und sehe nicht ein, die wegzuschmeißen. Und kann mir da eben auch unterwegs super gut immer Wasser abfüllen und habe immer was dabei. Wenn ich nicht so viel schleppen will, nehme ich sie leer mit und fülle sie halt dann da auf, wo ich bin. Das ist sehr einfach und auf jeden Fall eins meiner Must-Haves für unterwegs. Und das letzte ist ganz einfach Besteck. Ich könnte mir jetzt natürlich so ein Super Traveler Besteck kaufen, wo das dann beides in einem ist, aber ich nehme mir einfach immer die mit und wickel das in ein Tuch ein, habe Messer und Löffel dabei und kann dann eben auch, wenn ich mir unterwegs dann doch mal was zu essen hole, einfach das mit meinem eigenen Besteck essen und vermeide somit noch mehr Müll. Das war's auch schon. Das ist so das, was ich so randommäßig immer dabei habe. Und mir hilft es total. Und ich kenne mich. Ich weiß, dass ich zum Beispiel gerne nochmal Brötchen kaufe. Deswegen habe ich immer den Beutel dabei. Wenn ich weiß, ich gehe eh nicht essen, nehme ich das Besteck nicht mit. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, sich so ein Kit zusammenzustellen an Dingen, von denen man weiß, dass man sie oft braucht. Bei vielen anderen würde wahrscheinlich der To-Go-Becher oder die Thermoskanne noch dazu passen. Und da fand ich einfach diesen Tipp mit dem Einwegglas total gut. Einwegglas. Total gut, dass man da eben auch Kaffee reinfüllen kann. Das hat meinen Horizont erweitert. Das ist heute übrigens mein Lieblingswort. Horizonterweiterung. Genau. Schreibt mir doch, was ihr immer so dabei habt. Würde mich total interessieren. Vielleicht
ziemlich sicher sind ihr auch mega geile Ideen und coole Sachen immer dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und danke euch fürs Reinschauen. Bis ganz bald. Tschüss.